Prost YouTube und willkommen zurück zu Shadowrun. Unsere nächste Runde steht an und es ist unser erster Vierspieler-Koop. Ja, war ja gerade etwas überraschend mit dem Drachen, der das verhindert hat, was wir eigentlich tun sollten. So, wir nehmen wie immer mit unserem Brutus. Ich habe gar nicht geguckt, was wir machen sollen. Was bräuchten wir denn noch so? Also Magier wäre vielleicht mal gar nicht verkehrt, oder? Ah, Bad Shit. Also erst ist der Name gewöhnungsbedürftig und zum anderen, der hat sehr wenig Lebenspunkte und der sieht scheiße aus. Also ehrlich, der sieht wirklich übel aus. Haben wir hier noch einen anderen Magier? Der hat wenigstens mehr. Ja, das ist schon besser. Gut, nehmen wir den als Magier mit. So, wir haben Maschinengewehr, Schrotflinten. Nahkampf. Also Nahkampf hat den großen Vorteil, da verfehlt man fast nicht. Andererseits könnte man auch Pistolenschützen mitnehmen. Oder so ein Hacker. Ach komm, wir versuchen es mal mit Messern. Gut. Dringe in die Reparaturbucht ein und entsperre den Code über den zentralen Zugangskontrolle. Geh zum Dockwagen-Fahrzeug und aktiviere den Fahrstuhl, um es auf die Straße zu bringen. Okay. Ich habe alle Alarme nach draußen gestört, aber es sind Kameras und Sicherheit überall. Also pass auf, wo du langläufst. Wir haben nicht lange Zeit. Okay. Wie kommen wir zur Ambulanz? Wir müssen die Fahrzeughalle öffnen. Schau dich nach einer großen Kontrollkonsole um. Okay. Klar, als erstes Tank. So, das sieht aus wie ein überwachter Bereich. Gut. Da ist ein verschlossener Lagerraum. Vielleicht kannst du die Konsole hacken. Machen wir. Gut. Brutus. Alter Hacker. Lies doch mal, was da drin steht. Und das ist ja schön, dass die beiden das gleiche Gesicht haben. Du bist der Magier. Gut, Magier an die Seite. Ah, du kannst auch hacken, das ist schick. Und du bist recht schnell. Wow, dann hack doch mal. Okay. Ich komme mal bis da ran. Wir lassen die Drohne mal reingucken. Ein Schloss und etwas zum Mitnehmen. Du kannst auch Schlösser knacken. Ja, das ist doch prima, dann mach das doch mal. Ein Helm. Okay. Gut. Du könntest dir das Zeug da holen. Ein kompletter Anzug, auch schick. Ja, du kannst die nächste Tür aufmachen. Der Sicherheitskontrollknoten ist hinter der Tür. Wenn du die Türsperre hacken kannst, schaffst du es vielleicht, die Kameras auszuschalten. Okay. Fehlgeschlagen. Das ist ja praktisch. Kriegst du das nochmal hin? Boah. Wir reden schon von dieser Tür hier, oder? Cool. Gut. Okay, das sieht aus, als ob da nichts drin wäre. Die Drohne. Dann bringen wir die mal hier in Stellung. Da ist auch eine Überwachung. Gut. Wer war denn jetzt mein Top-Hacker? Du, dann mach doch mal.
Wunderbar. Jetzt sind die internen Kameras versorgt. Aha. Okay. Versorgt. Das klingt gut. Dann sammeln wir uns jetzt mal hier unten. Sind da Organe zu entnehmen? Ja, lieben wir doch. Hm? Man kann auch oben rum reingehen. Komm, du gehst oben rum rein. Kameras sind ja versorgt. das bist denn du? Du bist irgendeine Art von Auto. Schick. So ähnlich stelle ich mir Schumachers Keller vor. Also damals. So Prototypen-Autos. Du kannst auch entnehmen. Was bist denn du? Ah, ein BTL-Chip. BTLs sind echt Drogen. Heißt Better Than Life. Und ja, also das sind nicht die Kampfdrogen oder so etwas, sondern das ist halt einfach nur Scheiß. Okay, wir greifen da mal ein. Gut, ich bin drin. Ich programmiere den Zugangscode um, damit der Fahrstuhl entriegelt wird. Such dir Deckung. Ich brauche ein paar Sekunden. Wie lange brauchst du noch? Ich hab's gleich. 6 Runden? Oh, das heißt, da kommen garantiert kiloweise Gegner. Die Frage, kommen die hier durch die Tür? Wo kommen die denn her? Sind die von da? Die werden ja nicht die Tür hochkommen, die ich hochkomme, oder? Komm hier, Deckung. Du bist der Magier. Du gehst mal nach schön weit hier hinten. Du bist der. Ach, du bist der mit den Messern. Ja, da musst du ja vorne bleiben, ne? Wo ist meine Drohne? Da. Die lassen wir da mal stehen. Oh, das ist verzwickter als erwartet. Warte noch ein bisschen. Ich mach mal nix. Oh Mist. Sie haben jetzt einen Decker in der Matrix. Haltet durch. Ja, alles gut. Das sitzen Mist, wir aus. Sie haben dich gesehen. Stell dich auf einen Kampf ein. Du bist so fröhlich. Ja. Ich liebe rotes Licht. Ich bewege mich trotzdem mal nicht. Noch ist alles gut. Ich sag doch, die kommen von da. Ey! Oh, und von da. Okay. Ja. Hier. Wer ist das mit den Schwertern? Du bist das, ne? Zeig doch mal, wie gut so ein Schwert ist. 9 und 5 Rüstung. Und ich habe so ein schickes Schwert. Was bist du? Flitzen. Nö, ich will nicht flitzen. Okay. Das hat jetzt noch nicht so den Erfolg gehabt. Feuerstoß. Der hält echt viel aus, der Sack. Brutus? Sehr gut. Oh, ein Feuerball da. Okay. Da kann man nicht hinschießen. Da auch nicht. Gut. Fast fertig. Mach dich bereit, gleich ins Fahrzeug zu rennen. Und
Dann fangen wir mal mit dem Messerwerfer hier an. Also Messer ist definitiv nicht mein Favorit. Da muss man immer dann hinterher rennen und so. Brutus, wie schaut's? So, klatsch und weg. Den da. Magier ist schon eher das, was man mitnehmen möchte. Ja, gut. Nächste Runde. Kommt schon wieder welche. Oh, Autsch. Ich hab's! Die Garage ist offen und die Ambulanz wird dich als registrierten Fahrer akzeptieren. Geh rein. Ich aktiviere den Fahrstuhl und lass uns, also dich, auf die Straße. Das ist nett. Okay. Dann nix wie raus hier. Tank nach vorne. Ein glatter Schuss ins... So, ich laufe bis hinten durch. Brutus? Ah, Brutus schafft's wieder nicht. Oh, Brutus muss zurückbleiben. Das ist unser Magier. Der ist recht nah dran, jawohl. So, und unser Messerkämpfer. Jetzt können die sich da oben auf die Drohne stürzen. Das ist mir vollkommen egal. Systemabsturz. Irrelevant. Ja, genau. Das sage ich meinem Windows auch immer. Systemabstürze sind irrelevant. Ja, eigentlich muss ja nur noch Brutus rein. Cool. Ja. Wir haben ein Auto geklaut. Ich habe es ins Gridlink eingeklinkt. Wir können jetzt zurück zum Boss. Das klingt gut. Ja. Super. Und raus sind wir. Vielen Dank fürs Zuschauen und man sieht sich in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.